So, wir sind zurück beim Minecraft Monday und jetzt funktioniert alles, denn wir hatten beim letzten Mal, ihr habt es gemerkt, Alter, ich laufe schon wieder mit Q-W-E-R-T. Wir hatten beim letzten Mal tontechnisch ein bisschen versagt, denn wie ihr gehört habt, habt ihr nichts gehört. Ja, nee, ich wollte, gibt's noch eine andere Form? Von was? Wie ihr gehört habt und dann als ein Wort hörtet. Hörtet ihr nichts? Was ist denn die Vergangenheit davon? Ich höre, du. Ihr hört. Ted. Tatsache. Klingt ja so scheiße. Ja. Ist das bitter. So, ja, wir bauen unseren Steg hier mal. Konjunktiv 1, du hörst. Konjunktiv. Das ist so witzig. Ja. Besser als jeder Comedy-Film. Nee. Nein. Das ist falsch. Wenn ich mir WWE angucke, ist das manchmal bessere Comedy. So. Ich brauche irgendwie noch Geld fürs Wochenende. Was willst du denn am Wochenende machen? Also ich wollte irgendwie im GameStop ist Kauf 3 gebraucht und bezahlt 2. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwas Wichtiges brauche. Gibt's dort Battlefield 4? Bestimmt. Dann sollte man darüber nachdenken. Bring mir eins mit. Ich weiß ja nicht, wie viel das gebraucht kostet momentan dort. Ja. Aber wenn, dann klaue ich dir eins. Jawohl. Ja, ich weiß nicht, ich brauche ja eigentlich, ich überlege halt, irgendwie brauche ich eigentlich nicht 3 Xbox-Spiele. Und es geht ja von allen, also. Kauf dir Plants vs. Zombies. Genau. Nee, ich wollte irgendwas sagen und hatte dann doch keine Lust mehr. Also wie immer. Ja. Mache ich auch in der Schule immer so, ich melde mich und dann auch keine Lust mehr. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das da mit dem Steg im Nachhinein aussieht. Wir müssen dann natürlich noch Zaun und sowas machen, das machen wir aber ein bisschen später. Weil der Hausbau natürlich... Hast du geguckt, wann wir angefangen haben? Sehr gut, dass du mich daran erinnerst, danke. Jetzt habe ich nämlich gerade geguckt. Minus 2 Minuten. 10 minus 2 Minuten. Skiller. Aber ich habe ziemlich viel Scheiße gebaut, die muss ich jetzt gleich erstmal ausgleichen. Also daneben scheißen. Auch die rechte Seite der Klobrille muss noch fertig gemacht werden. Du weißt, wir müssen die Brücke dann noch ganz schön weit bauen. Nö, ich wollte ja, wenn du die Treppen hochbauen willst, ja, musst du ja fast schon anfangen, die Treppen hochzubauen. Oder du baust natürlich bis hinter und baust die Treppe dann um den Berg nach oben. Weißt du? Hm. Aber ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Und Lukas besteht ja unbedingt darauf, dass wir das Feld machen. Ja. Und jetzt habe ich eh schon so oft daneben gewumst. Wasser. Ja, in dem Sinne, meine Freunde. Aber ich finde das gar nicht so übel, oder? Am meisten haben wir irgendwie Kakaobohnen. Wassermarsch, meine Freunde. Oder Kakaobohnen ist irgendwie... Da kommt eine Kartoffel rübergesprungen. Alter. Möhren, Möhren, ganz viel Möhren. Möhren, Kakao. Gibt's in Minecraft eigentlich Milch? Ja. Cool. Kann man sich Kakao machen? Nee. Uncool. Jeden Scheiß kannst du machen, gell? Aber kein Kakao. So, wann ist denn das hier fertig? Was bringt dann das, was bringt dir dann Kakao? Du kannst Kuchen machen. Schokokuchen. Schokokuchen, aber kein Kakao. Ja. Drecksspiel. So, ist jetzt alles da hier? Ich glaube. Au. Blendung! So, einmal einsammeln. Und hier drüben ist noch ein bisschen von dem. Da liegt die Kartoffel. Wo lag die Kartoffel? Da. Oh. Da lag die Kartoffel. Sie lag und sie kannte keinen Ausweg. Und sie stürzte sich in die Tiefe. Wie komme ich jetzt eigentlich da unten rein? Da. Nee. Ja. Ich habe das nicht gebaut. Sehr professioneller Abgang, muss ich mal so erwähnen.
Bin ja froh, dass dann hier nichts spawnen wird. Erhellen wir das Ganze nochmal ein bisschen. Wird richtig viel helfen. Boah, das wird unser Partykeller. Ach ja, unser Inventar ist natürlich voll. Ist ja nicht so, als hätten wir 4 Kakao. Die Möhren und Kartoffeln müssen wir gleich wieder mit hochnehmen. Was tun wir? Pass mal auf, wir tun gerade mal die ganze Erde weg. Wer hat die eigentlich angeschafft? Fuck, das könnte ich gewesen sein. So, die Kakaobohnen können wieder weg. Haben wir gar nicht viel. Nein, überhaupt nicht. Bleibt immer noch was übrig. Achso, na, das Weizen selber kann schon weg. Meine ich. So, und die Samen schnappen wir uns. So. Das heißt, Kakao müssen wir uns wenigstens ein paar mitnehmen. Hm. Puh. Reichen die? Oh. So viel Kakaofelder haben wir noch hier nicht. Es sieht aber imposant aus. Ich weiß noch damals unsere epische erste Monsterfalle. Jawohl. Mit dem Kaktus. Eigentlich, streng genommen, sind wir ja in Staffel 2, ne? Naja, nur ohne Nick. Ja. Wir haben abgespeckt. Wir mussten abnehmen. Ja, das konnte man sich nicht mehr. Der war zu teuer. Ja. Der wollte Gage. Der hat eine Gehaltsforderung gehabt, der Junge. Ey, unglaublich. Geil. Jawohl. Ja, Nick ist Tobi zu teuer geworden, deshalb hat er ihn entsorgen lassen. Ja. Der guckt übrigens auch immer Minecraft Money, von daher Grüße an Nick. Jetzt hatet er uns, wenn wir ihn. Ja. Jetzt postet er dir sein Hate Video. Hate uns nur, du geldgeile Sau. Du wolltest doch eh nur YouTube Money abgreifen, hä? Ich weiß nicht, nachher glauben das noch welche. Ja, hallo? Deswegen. Jeder weiß, dass wir eigentlich gar nicht in die Schule gehen und YouTube Money über YouTube Money haben. Ja, das ist richtig. Weil wir verdienen doppelt das Lockerte. Doppelt das Lockerte. Jawohl, wir verdienen doppelt das Lockerte. Ja, könnt ihr wissen. Wir verdienen doppelt das Lockerte von euch. Ich geh Gymnasium. Ich wollte eigentlich sagen, wir verdienen locker das Doppelte von irgendwelchen großen YouTubern, weil wir ja zu zweit sind. Ja, wir kriegen auch das Doppelte Gehalt. Ja. Standard. Nein. Oh, doch. Was ist das? Wasser. Warum steht das Wasser da einfach? Naja, weil das an den Seiten sein muss, damit die Felder nicht austrocknen. Ist doch easy. Wir verdienen locker das Doppelte. Doppelt das Lockerte. Aber doppelt das Lockerte. Doppel das Lockerte. Wenn ich sogar doppelt das... Nee, wenn ich sogar dreifach das lockerte. Nee, hä? Locker das vier... Ach, egal. Ich kann das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Das war ein sinnloser Satz, ich weiß. Völlig richtig. Ja, wir könnten noch weitere... Mit wem hast du noch schon was gemacht und jetzt nicht mehr? Dann könnten wir die alle als geldgeile Schweine bezeichnen. Nee, das meine ich nicht. Das wäre Kameraden schweinisch. Aber Nick, bei Nick ist das okay. Ja. Nick ist Russe. Der kann das ab. Nick sieht das nicht so eng. Ja, wir könnten noch über... Irgendwann zeigt er das seiner Familie. Komm, lass uns. Und das sind die Assis. So. Das sind die, die mein Geld gestrichen haben. Ja. Deshalb muss ich jetzt auf den Straßenstrich gehen. Nein, wen könnten wir noch? Also... Wer hatte noch so hohe Lohnvorstellungen bei dir, Tobias? Keine Ahnung, meine Mama. Taurus. Grüße an Taurus. Ah, der guckt kein Minecraft Monday. Der Marvin könnte Minecraft noch gucken. Taurus besorgt sich in der Zeit, wo Adrian, Minecraft Monday läuft, immer kleine Kinder. Adrian könnte sich gerade zukippen. Und sonst Montag? So. Ja, wer weiß. Nein, aber Taurus besorgt sich in der Zeit, wo Adrian läuft. Wenn heute Montag ist, ist Adrian gerade am Ausnüchtern.
Ja, war ein langes Wochenende, meine Freunde, glaubt mir. Da gibt's Stories, du. Und wenn das hier läuft, da ist Taurus meistens auf Kinderjagd. Unter anderem. Was soll man sonst noch so jagen? Was Taurus jagt? Also, ich sag mal so. Immer wenn ich mit Taurus abends skype. Ja. Und er sich Essen macht, frag ich, ich weiß nicht, warum ich das frag, aber ich frag ihn, was er sich zu essen macht. Ich bekomme seit guten einem Jahr immer dieselbe Antwort. Bratnudeln mit Jagdwurst. Immer. Das isst er seit einem Jahr nonstop. Ja. Und ich weiß nicht, wieso. Gestörtes Ökosystem, würde ich sagen. Oder er hat nicht Geld für was anderes. Das weiß ich nicht. Taurus ist steinreich. Er fährt sogar ein... Fahrrad von Bugatti. Ich dachte, jetzt kommt sowas Alter, wie... Alter, die sehen so grau aus. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, er fährt ein Ford Fiesta. Gardoschki. So. Komm, sag irgendwas, während ich mich hier konzentriert an die Feldarbeit mache. Wie war... Wen könnten wir noch über? Wen könnten wir noch reden? Wen gibt's noch so? Müssen nicht über Personen reden. Oh. Es gibt natürlich auch noch andere Menschen außer die Personen, die wir gerade genannt haben. Ja, immer. Es gibt natürlich auch noch andere Wörter, die man da jetzt einsetzen hätte können. Außer damit immer. Haben wir eigentlich alles abgedeckt. Ja, das stimmt. Das ist eine Idee. Es gibt natürlich auch noch andere Ideen. Es gibt natürlich auch noch andere Synonyme für das Wort Wörter. Es gibt natürlich auch noch andere Sprachen als die deutsche. Da gibt's doppelt das Lockerte an, also. da gibt's doppelt das Lockerte an Antworten, Junge. Ja. Ich glaube, das so heißt dann die Folge. Ja, ja, heißt sie auch. Doppelt heißt das Lockerte. Ja, ja. Heißt sie auch. Hat da wieder einen rausgehauen. Auf den Gag hast du dich doch Jahre vorbereitet, ne? Ja, den schreibe ich schon seit Monaten. Und du schreibst halt das noch. Ja, ich bereite die Gags immer Jahre vorher vor. Ach so. Ich wusste schon in der Grundschule, dass ich irgendwann so jemanden wie dich kennenlerne und habe da schon Gags geschrieben. Ach du Scheiße. Schlechte Gags. Ja, ja, allerdings. Das wollte ich gerade eigentlich hinzufügen. Hast du es mir einfach aus dem Munde genommen? Ach, die sieht man ja nicht, ne? Ja. Beziehungsweise sieht man erst von hier. Ich weiß nicht, was für Sprichwörter könnte man noch so sinnlos ziehen? Als ob doppelt das Lockerte ist ja schon gut, aber... Du, da hast du natürlich jetzt erstmal eine Hausnummer gesetzt. Ja. Die kann man nicht so leicht überbieten. Du pflanzt das sehr akkurat. Ich weiß. Akkurat, du pflanzen das. Ja. Ja. Ich tun das. Jo, da hast du recht. Ding dong. Der Bofrostmann ist da. Bofrost. Frostbo. Ich hab vorhin gesehen. Bofrost, das ist ein Rapper, kennst du? Bofrost. Ja, Bofrost. Kennst du Durex Boy? Nee. Oder warte. Billy Durex war es. Billy Durex. Billy Durex. Das ist ein Country-Sänger. Jetzt hab ich's. Oder Durex Boy, das ist dann der Rapper. Ja, ja, der hat. Die Saiten seines Banjos sind aus Gummi. Haben wir noch Kartoffeln? Ja. Ich hab gesehen, nachher gibt's voll den coolen Kuchen. Jawohl, Zupfkuchen. Muss man den zupfen? Ich möchte eigentlich jetzt, also jetzt ist wieder so der Punkt, wo ich eigentlich weg möchte. Inwiefern weg? Wie weit weg? So ein paar Meter. Wären es schon gern. Ja, okay, danke. Lukas hat mich gerade auf meinem Computerstuhl ein bisschen nach rechts geschoben. Eigentlich was links, aber von... Zuschauer aus, der guckt ja aus dem Bildschirm raus. Die Zuschauer gucken aus dem Bildschirm raus. Muss doch wissen. So, wir bauen erstmal die Wände noch fertig. Ja. Und dann könnte es das für heute auch theoretisch schon wieder gewesen sein. Für die heutige Folge Minecraft Monday. Oh, ich habe noch ein Thema. Hast du jemals Flappy Bird gespielt? Kommen wir doch einfach gleich mal in der nächsten Folge auf Spiele mit einem solchen einfachen Prinzip drauf zu sprechen. Doch, das könnte interessant werden. Oh, wir könnten mal Let's Play... Ah, nee, gibt's ja nicht mehr. Schade. Es gibt ein Flappy Bird MMO, gell? Ach du großer Gott. Das kann ich dir ja nachher mal kurz schnell zeigen.
Das musst du nachher, nicht nachdem wir fertig sind mit Aufnehmen. Das geht ganz schnell, da musst du dich noch nicht mal anmelden. Das ist total sinnlos. Es gibt natürlich auch noch andere MMOs. Was denn? Ja. Eigentlich habe ich dem Vertrag ja nie zugestimmt. Welchen? Weiß ich nicht, dass ich das immer sagen muss. Aber ich verpflichte mich damit, alle in die Videos involvierten geisteskranken Menschen. Das hast du mir bis jetzt nie gesagt. Ich gehe vor Gericht. Ich bin heiß wie ein Vulkan. Da kann ich doppelt das Lockerte einklagen, Junge. Doppelt das Lockerte. Das ist irgendwie wie bei RTL. Da habe ich doppelt das Lockerte Bonbons in den Mund gesteckt. Pompons. Manchmal nehme ich ein Pompon und zwei Pompon. Und dann nehme ich ganz viele Bonbons. Muss auch was aufrecken. Einmal hatte ich so viel Hunger, da habe ich mir einfach Klopapier genommen, habe mir Kakao dazu gemacht und habe das dann gegessen. Hat die so gesagt? Ich weiß. Das ist wie die Pizza mit Schokoladentafeln und Butterkeksen gemacht hat. Oh, leck mich doch am Zuckerli. Das ist leid. Ich wollte Zerro, Junge. Zerro. Kennst du die Szene von dem einen Dortmund-Spieler, wo sie hier ihn fragen auf Englisch, wie das war? Und er sagt, yeah, we have a great Saison gespielt. Nee. Wer war das denn? Ich glaube Weidenfeller. Jawohl. Er weiß, wie es geht, der Junge. Das kam bei TV Total. Er hat Englisch-Skills wie meine Mama. Da lehne ich mich nicht mal weit aus dem Fenster. Aus dem Fenster lehnen. So. Da fenster ich mich nicht mal weit aus der Lehne. Ach du Scheiße. Okay, der ist schlecht. Ja. Aber, ja. Meine lieben Freunde, also normalerweise müssten wir jetzt bei einer Viertelstunde sein ungefähr. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Lukas versucht gerade irgendwas, ich weiß nicht was. Ich weiß auch nicht, ich wollte nur laufen. So. Oh nein, Geld! Ja, gut. In dem Sinne soll es das gewesen sein für heute. Ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft Monday. Bedanke mich bei Lukas, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss! Nächste Woche machen wir doppelt das Lockerte.